Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Eddie und ich nehme euch mal mit in ein Spiel, das ich einfach mal so nebenzu zocke immer mal wieder. Also nichts, was ich jetzt hier auf meinem Kanal schon mal als Let's Play oder sonst was gehabt hätte. Ich werde gleich hier mal ein paar Dinge einsammeln. Was habe ich jetzt da eingesammelt? Schönes Blatt, glaube ich. Das Spiel nennt sich Green Hell. Ist so ein Überlebens-Survival-Game. Und ja, wie der Name schon sagt, wir kämpfen hier ums nackte Überleben. Ich habe das schon etwas länger. Das ist erschienen 5. September 2019, habe ich mir hier aufnotiert. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es wurde der Entwickler und der Herausgeber ist Creepy Jar. Und ja, ich war vor 2 Jahren schon mal bei denen auf der Gamescom, auf ihrem Messestand, war ganz nett, weil die hatten da als Snacks. Ich muss mal ganz kurz gucken. Also wie ihr seht, wir haben hier so eine Lebensanzeige. Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und das Blaue ist Trinken. Und hier zum Beispiel Kokosnüsse. Die füllen sich mit Wasser, wenn es regnet. So, und dann sind wir da voll. Diese, hier zeige ich mir mal an, wenn ich was eingesammelt habe, diese Nüsse hier, die haben jetzt 15% Fett. Also wenn man das erste Mal was findet, dann steht da nichts dran. Und da steht auch dran, wann das Zeug verfällt. Dem Fall nach 2 Tagen 23 Stunden, also das hält 3 Tage, wenn man das findet, und es füllt 15 Fett auf, also das Grüne im Fall. Ich das esse und so ja, angelt man sich durch das Spiel. Ich spiele jetzt hier übrigens den Part 2. Es gab da schon den ersten Part, also das ist Spirits of Amazonia. Amazonia heißt es, also spielt im Regenwald von Amazonas. Und das ist jetzt der zweite Teil. Wir haben auch ein Buch. Und in dem Buch haben wir verschiedene Aufgaben. Ich habe hier schon ein paar Aufgaben erledigt. Jetzt soll ich gerade den Stamm mit dem maskierten Ältesten finden und die Ersatzteile zur Reparatur von dem Funkgerät. Das Funkgerät liegt auf dem Boot. Und ich habe halt hier ein Inventar mit Dingen. Hier ist außen mein Rucksack, diese Stöcke braucht man immer. Dann hier ist mein Stuff. Hier ist das Essensfach. Und hier mein Holzbohrer. Und halt, da haben wir noch Waffen. Ich habe also einen Speer, den habe ich von dem Eingeborenen abgenommen. Also es gibt hier auch in Anführungsstrichen Feinde, das sind so Eingeborene, die mehr oder weniger freundlich gesinnt sind. Hier habe ich eine Axt gebaut. Den Bogen habe ich auch von so einem Eingeborenen. Die Machete habe ich gefunden und das Ding habe ich auch so einem Eingeborenen abgenommen. Man kann die Dinge auch alle selber bauen. Hier sind noch mal so Nüsse, nicht schlecht. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass da immer 2 liegen. Also hinten ist ein Wildschwein, also ich so an den Geräuschen. Ah ne, das ist kein Wildschwein, das ist ein Gürteltier. Und das andere hier hinter uns ist ein Wildschwein. Da ist das Wildschwein. Mit dem Bogen ist es schlecht zu kriegen. Das hier sind übrigens Ameisen. Das hier. Die habe ich hier drin, Ameisen. Insgesamt 6 an der Zahl. Und die braucht man zum Beispiel, wenn man eine klaffende Wunde hat, dann kann man die, also damit kann man dann die Wunde. Oh, fuck! So, das war nicht gut. Ich wollte gerade sagen, man darf denen nicht zu nahe kommen. Da kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Halt, wir können mal hier uns angucken jetzt. Und jetzt haben wir so Pusteln bekommen von den Ameisen. Nicht ideal. Die gehen jetzt in dem Fall von selber weg. Kann also hier,
Wenn ich jetzt eine Rüstung hätte, könnte ich die hier an- und ausziehen, kurz zum Gucken. Aber habe ich nicht. Also, jetzt muss ich, und ich habe jetzt in dem Tagebucheintrag, wenn man hier unten rechts sieht, steht jetzt noch was, weil in dem zweiten Teil bin ich jetzt noch nicht in diese Ameisen reingelatscht. Hier steht das jetzt. Mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Ja, man kann hier auch einen Verband anlegen, der den Heilungsprozess dann etwas beschleunigt. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Das Ding hier übrigens, das da, was da steht, das kann man, ich glaube, man kann das irgendwie trocknen. Also essen kann man es nicht. Das ist so eine Art Pilz, das ist nicht so gut, wenn man das isst. Halt Stückchen einsammeln. Dann nehme ich mal noch so eine Liane mit. Ach so, ich wollte noch ganz kurz hier hinten. Halt. Das brauchen wir auch wieder. Es ist gerade Tag geworden, darum bin ich etwas entspannt, weil nachher wird es gleich wieder Nacht. Mal schauen, wann die Pusteln weggehen. Oh, unser Feuer ist kaputt, dann können wir das auch gleich mal machen. Also, ich habe hier normalerweise. Müde bin ich auch schon wieder. Okay, jetzt pass auf. Wir brauchen das Buch, dann gehen wir hier auf das Feuer. Dann können wir hier zum Beispiel so ein kleines Feuer. Es gibt auch größere. So ein Feuer hinstellen. Und jetzt brauche ich Stöckchen, die ich nicht habe. Okay, kleine vor allem. Ich habe nur große. Ich könnte jetzt aus den großen kleine machen, aber ist jetzt nicht ganz so sinnvoll. Wir schauen mal, ob man hier. Also das Stöckchenzeug, das findet man hier immer wieder. Und die fallen auch von den Bäumen. Wir können da. Ganz schlecht, ganz schlecht. Aber da seht ihr das auch gleich mal. Klapperschlange. Da muss man schnell reagieren, wenn man. Ich sammle die mal, da seht ihr das auch. Da braucht man auf alle Fälle eine Steinklinge oder sowas dafür. Oder eine Axt. Dann kann man das sammeln. Wenn man da reinlatscht, ist es nicht gut. Und wenn du nicht genügend Heilmittel dabei hast, da ist schnell Feierabend. Weil jetzt hier den Ausschlag am Arm, dann noch die Klapperschlange und so, das wäre nicht wirklich ratsam. Ich zeige euch dann gleich mal das mit der Klapperschlange, was wir mit der machen. Jetzt fehlt mir noch ein größerer Stock. Heidenei. Ja, da liegt doch einer. So, weil das Problem ist, ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Jetzt hauen wir schnell den Stock da rein, weil sonst legt er sich. Ich schlafe mal kurz. Sonst legt er sich am Boden. An Ort und Stelle. Wir schlafen mal nur so ein bisschen, weil sonst ist es gleich wieder Nacht. So, und jetzt brauchen wir unser Feuer. Feuerbrett, ich klicke da bloß mal ganz kurz drauf, hier benutzen. So, jetzt hält er das dahin, jetzt macht er aber noch nichts. Jetzt müssen wir da so ein trockenes Blatt reinstopfen. Oder ein trockenes Vogelnest oder sowas. Das kann man auch finden. Und dann macht er Feuer. Und wir zünden unser Feuer an. So, und ich habe ja. Halt bei Essen war das. Ich habe jetzt hier Klapperschlangenfleisch, nachdem ich die zerlegt habe. Und das kann ich jetzt hier mal brutzeln. Hier habe ich Wasser drin, sauberes Wasser. Das habe ich folgendermaßen gemacht. Entweder, also diesen Ding kann man bauen aus einer leeren Kokos, also aus einer Kokosnuss und Seilen. Diese Seile hier. Und
Man kann also das Feuer hier, das kriegt so einen weißen, wenn das hier abläuft, kriegt das so einen weißen Bereich. Dann kann ich das hier mit Stöcken wieder auffüllen. Oder ich kann auch Kohle reinpacken. Die Kohle bleibt mir übrig, wenn so ein Feuer erlischt und ich nicht nachschaufel rechtzeitig, dann, ja, dann bleibt das übrig. Jetzt packen wir mal das da rein. Und mit Y gedrückt halten kann man das sich automatisch sortieren lassen, weil ansonsten haben wir hier oftmals ein Platzproblem und der bringt hier nichts mehr rein. Also wenn ich jetzt hier rechts steht zum Beispiel plus 2 geistige Gesundheit, nee, zum Feuer. Also ihr seht jetzt auch meine Gesundheit. Halt, das war ja hier. Ja, der Ausschlag ging weg. Doch ein paar Stunden pennen, bin ich jetzt diese Ameisenbisse wieder los. Und hier sind wir jetzt in der Höhle. Und hier seht ihr den Kamerad da. Hört ihr das Geräusch? Skorpion. Ich zerstöre den mal. Jetzt will er sich schon wieder ausruhen. Das Problem ist halt, da ist eine Spinne zum Beispiel. Schaut, seht ihr die? So. Die nehme ich mit. Das Problem in der Höhle ist, dass die Kamera raus, okay. Ah, das war so ein Lizard, also so ein. Oha! Weiß gar nicht, ob man den für irgendwas, aber hier ist noch eine Spinne. Jetzt hätte ich fast den Ding übersehen. Die nehme ich wieder mit. Komm, und dann gehen wir doch mal pennen, oder? Hier sind übrigens so. Seht ihr das? Das ist von den Eingeborenen. Die haben hier irgendwie so einen Gang da oben, aber da, den habe ich noch nicht. Ich war da noch nicht. Bitte, ich. Also es dauert jetzt eine Weile, bis hier wieder so Skorpione nachspawnen. Darum kann ich mich jetzt hier momentan bewegen. Wir müssen pennen, das hilft nichts. Ich muss schlafen, weil sonst bin ich gleich hier am Ende. Ich habe auch nicht genug gegessen, glaube ich. Das Problem an der Höhle ist, dass nachts dass nachts ich werde mal alles essen, was ich hier so habe. Ich muss aufpassen, dass ich nicht versehentlich den Kameraden hier esse. Habe ich noch nackte Verbände? Nein. Weil man kann aus diesem, also die Goliath-Vogelspinne, so die. Upsala, ich habe kein Holz mehr. Es brennt hier schon runter. Ich brauche Holz. Es ist Wahnsinn, es ist schon wieder Kuranzen Nacht da draußen. Ich sehe halt einfach gar nichts. Ich prügel mal hier den ab. Nehmen wir noch den hier. Langer Stock sammeln. Dann kriege ich so. Ich konnte dir da allerdings, ob das Brett nicht, das Brett weglegen. Kleiner Stock. Langer Stock. Wo ist denn mein Feuer? Da. Wir schaufeln hier mal ein bisschen. Ah, ich kann ja eigentlich auch eine Kohle reintun, habe ich ja gesagt. Die gibt mehr Dampf. Aus der Kohle kann man übrigens Asche machen. So Asche. Und aus der wiederum den Ascheverband, der dann wieder für bestimmte Sachen gut ist. Wo ich habe
Rechts steht dran, geistige Gesundheit minus 3. Ich habe Ekel. Irgendwo. So ekelige Blutegel. Da. Und jetzt seht ihr, dann ist unten, verschwindet auch die Lupe, wenn ich alles los bin, was mich... So, und jetzt können wir aus der Spinne, die putzeln wir mal hier, dann gibt es Goliath Vogelspinnenasche. Hier. Und mit dieser kann man so einen Verband machen und der ist hilfreich bei Dingen. Obsidian, so ein Metallzeug. Dann können wir bessere Axt und so Zeug draus machen. Wenn ich das, wie schaut denn unsere, oh, wir haben, uns fehlen Sachen ernährungstechnisch. Es gibt bloß 5 Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate fehlen uns komplett. Aber die Seerosen, die sind gut gegen hier zweimal minus 2 Lebensmittelvergiftung. Also wenn man sich irgendwie Magen verdorben hat, dann sind die gut. Na, stopfen wir mal die Vogelspinnenasche in den Hosensack. Und dann würde ich sagen, ich sehe nichts. Wir speichern mal. Das kann ja mal nicht schaden. Das macht man auch hier. Ich überschreibe das mal hier. Ich habe da noch ältere Spielstände von anderen Dingen. Den langen Stock lasse ich mal da. Den kann man für so einen Unterstand hier, den habe ich mir auch gebaut natürlich. Weil in dem, können wir uns ja das Buch mal angucken dabei. Also hier vorne, wie gesagt, die Aufgaben. Das hier kann man finden, das sind diese so Zeichen, die man hier auf der Karte überall findet und dann trägt sich das hier ein. Hier habe ich nichts. Hier sind zum Beispiel eben hier Verband. Molineria-Blatt. Ne? Dann, was man für einen Handbohrer braucht. Seil kann man von Bäumen sammeln. Hier diesen Kokosbido und Nuss und ein Seil und so weiter. Ne? Hier stehen Dinge drin. Wie man was macht, die Fackel muss man allerdings dann anzünden und mit rumschleppen. Und sobald man was anderes in die Hand nimmt, dann legt er die irgendwie ab, glaube ich, oder macht die aus. Ich habe die noch gar nicht großartig benutzt. Hier kleiner Stock und 2 Federn, da kann man einen Pfeil machen. Man kann auch dann verbesserte Pfeile machen und so weiter. Also hier stehen so die Dinge drin. Hier kommt dann das ist die Pflanze zum Beispiel, die Molineria-Pflanze, wo ich gerade gesagt habe, es gibt dann einen einfachen Verband. Und da gibt man, da kann man da auch verbesserte Verbände machen. Hier steht eben so ein bisschen drin, was mit dem Zeug passiert, das man so hat. Und hier die ganzen Krankheiten, die man so bekommen kann. Dann geht hier, also je nach indem wir oft was benutzen. Also wenn ich jetzt mich mit Fäusten prügeln würde, würde sich hier die Zahl erhöhen. Hier mit der Axt zum Beispiel, wenn ich immer irgendwas, dann geht der Wert hoch und umso schneller und besser bin ich halt in den einzelnen Dingen. Wieso jetzt hier na, mit dieser Klinge da habe ich 0 stehen. Handwerk. Wenn man Dinge macht, hier wenn man kocht, Feuer machen und so weiter. Also da erhöhen sich die Fähigkeiten. Und das hat wieder bei 0 angefangen. Hier sind Rezepte für bestimmte Dinge, die man bauen kann. Ein Rahmen aus normalen Holzteilen, aus Bambusholz, das gleiche und so. Setzt sich das Ganze halt dann fort. Hier Feuer, dann gibt man Lagerfeuergestell, dann kann man mehr Sachen hin. Lehmofen, eine Schmiede. Wie man Wasser auffangen kann, Fallen und hier sind die Unterstände. Also in diesen Unterständen kann man speichern und auch auf den Betten.
Und der hinten unten stand, das ist das Ding, was wir da haben. Das gibt es dann auch in etwas größer. Dann gibt es hier so Halter für Seile, für Stöcke und so. Dann kann man das ganze Zeug hier eben. Ja. Also, ich glaube, das Prinzip ist klar. Hier hätte ich eine Karte, wenn ich eine gefunden hätte. Ich habe aber noch keine Karte. Und drum, ja, haben wir da nichts. Ah, schau her, jetzt geht langsam wieder die Sonne auf. Das ist ja gut. Dann packen wir hier mal noch. Ich packe da noch eine Kohle ein, dass uns das nicht ausgeht. Und dann latschen wir mal. Ich würde halt gerne was essen. Trinken könnte ich was. Also, es regnet ja gerade, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oder hat geregnet. Entschuldigung. Trinken, 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 trinken. Wie schauen wir aus? Ja, noch nicht ganz. Dann trinke ich auch noch das, was hier in dem Schildkrötenpanzer drin ist. Die habe ich mir auch gegönnt, die Schildkröte. Wir könnten. Wo ist denn das Schwein dann? Ich habe bloß ein bisschen Angst. Dann nehmen wir den Speer. Jetzt sammeln wir mal das Schweinderl. Kriegen wir Fleisch. Lecker Fleisch. Jetzt ist er schon wieder müde. Die ganze Zeit ist der Kamerade müde. So, und jetzt haben wir überladen. Ihr seht schon, ich kann jetzt nur noch so schnell laufen. Und wenn ich sprinte, dann macht er so diesen da. Jetzt packe ich aber kurz. Hochhüpfen kann er dann nämlich auch nicht mehr, wenn er sehr müde ist. Stückchen mitnehmen. Ich packe hier mal Dinge hin. Wenn wir das gleich sehen. Einen Moment. Ich mache mal meinen Rucksack auf. Jetzt habe ich nämlich hier so Knochen bekommen. Von dem Schwein. Die packen wir mal hier hin. So. Und hier haben wir dann das Fleisch. Und wenn wir jetzt ein Trockengestell hätten, dann könnten wir das auch. Gekocht. Achso, ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die ja quasi verbrennen lassen. Die mussten nachher nochmal aufs Feuer. Und ich bin schmutzig. Ihr seht da unten links so eine Anzeige. Ich bin schmutzig. Das ist auch nicht ganz so ideal. Den nehme ich mal mit. Fürs Feuer nachher. Ich weiß zufällig, dass ich hier laufen. Dass ich hier laufen kann und dass hier eigentlich bislang noch nichts war. Das hier ist zum Beispiel so eine. Oh, jetzt legt er sich gleich hin, da sehen wir das auch mal. Und zwar lege ich mich am besten, entweder legt er sich jetzt gleich selbstständig hin oder ich mache das mal kurz. Und zwar hier mit dem Ding. So. Jetzt habe ich wieder Dinge. Und zwar Scheiße, ne? Erstens mal bin ich dreckig, wie man sieht. Das ist ungesund. Und ich habe hier sowas am Arm. Jetzt muss ich mal hier runter und mich waschen. Jetzt da unten, jetzt habe ich bloß noch eins von dem Dreckzeichen. So.
Und jetzt braucht man das hier, so eine Knochennadel, und dann puppeln wir mal hier den Wurm raus, der da drin war, den wir uns da eingefangen haben. Und dann packen wir da mal einen Verband drauf. Jetzt weiß ich bloß nicht genau, welcher da richtig ist. Mein Tabak. Es ist mal grün. Ich das hier drüber lege. So. Ist er gestorben? Dann nehmen wir das nochmal mit, das Gerät. Jetzt können wir selber schon wieder nicht mehr laufen. Genau so ist es. Dreckig sind wir auch schon wieder. Das hier ist übrigens Tabakpflanze da. Rasten will er auch schon wieder. Also es ist ein ganz schöner Überlebenskampf hier. Gell, dreckig bin ich auch schon wieder. Und so geht es dann nach und nach. Weil wenn man hier mal sich anständig ausgestattet hat im Laufe des Spiels, dann wird es immer besser. Jetzt ist das Fleisch verbrannt. Das kann man trotzdem essen. Allerdings hat es nicht mehr ganz so viel Nährwert. Die Knochen packe ich wieder raus. Und zwar sind die ganz gut. Die ergeben, also entweder geht man her und sammelt die, dann kriegt man Knochennadeln. Oder Großkatzenreißzähne. Das ist ja interessant. Ich hatte noch nie so einen Reißzahn. Ist der von dem Schwein? Anscheinend. Ich packe mal hier ein bisschen Holz rein. Ein paar kleine. So. Ich habe Magen. Da links unten. Ja. Da könnte ich vielleicht so eine Seerose naschen. Nee. Die ist gegen Lebensmittelvergiftung, aber anscheinend nicht gegen verdorbenen Magen. Ich werde mal ein bisschen schlafen. Natürlich unser Fleisch wieder am Arsch. Da habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Da kriegen wir gleich noch mehr Darmprobleme. Aber irgendwas müssen wir ja essen. Bin dreckig, ich müsste mich waschen. Ich wollte hier noch mal ein Stück Kohle drauflegen. Vielleicht noch ein paar. Ein paar Hölzer. So. Und dann latschen wir los. Ich meine, ich könnte hier an der Stelle eigentlich auf Wiedersehen sagen. Es ist jetzt nur so ein kleiner Mini-Einblick gewesen. Ich warte noch schnell ab, bis das Fleisch gar ist. Nicht, dass man das wieder verbrennt. Das wäre jetzt echt schade. Ich schaue eigentlich meine... Ja, sieht eigentlich soweit ganz gut aus, bis auf die Kohlenhydrate, das Gelbe. Das fehlt mir hier irgendwie komplett momentan. Ja. Wo war denn das? Futter.
das hier zum Beispiel. Da kann man dieses Ding hier essen. Das ist eine sehr gute Kohlenhydratequelle zum Beispiel. Das Ding nennt sich unbekannte Frucht, aber sieht hier aus wie so eine. Das Teil sieht aus wie so. Wie heißt denn die Blume? Jetzt fällt es mir nicht ein. Vielleicht fällt es mir irgendwann mal ein. Aber ich würde sagen, wir machen einfach hier an der Stelle eine Pause, weil es sowieso ganz, ganz dunkel ist da draußen. Und vielleicht nehme ich euch in der nächsten Folge auch nochmal mit. Einfach so, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr sieht. Weil ich könnte auch Bananen pflücken oder von den Palmen Kokosnüsse runterschießen, wenn ich gerade welche am Boden liegen und so weiter. Also wir finden da schon Dinge zum Essen. Wenn wir mal anständig ausgestattet sind, dann latschen wir ein bisschen weiter über die Karte. Und dann würde ich an der Stelle eine Pause machen. Es ist jetzt bloß einmal, dass ich mal gesehen habe, was ich sonst in meine Zeit, wenn ich mal abends so nebenher schaut Frau Le Fernseh und ich schaue da und dann passt es. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Eddie.